Sein Buch, das habe ich hier gerade, von Ihr Weg zur finanziellen Freiheit. Freiheit steht auf Platz 1 aller Wirtschaftsbestsellerlisten im Moment, aktuell. Sein Kassettenkurs, in 7 Jahren die 1. Million, ist der absolute Mega-Seller in Deutschland. Es hat noch nie einen Kassettenkurs so viele in so kurzer Zeit verkauft. Und seine Seminare bei Birkenmeer Media waren innerhalb von 4 Tagen ausgebucht, die er gemacht hat, die ersten. Sogar die Süddeutsche Zeitung hat eines unserer Birkenmeer Media Seminare besucht. Und die haben immer so eine Wertung in der Süddeutschen Zeitung, einen langen Bericht. Das war, entweder war es die beste oder einer der besten Auszeichnungen, die sie je verliehen hat für ein Seminar. Ich habe ihn vor einem Jahr kennengelernt. Ich war mit einem Freund, der da unten sitzt, zusammen in Holland. Wir haben das Seminar auf Englisch erlebt und waren uns einig, das ist einfach absolut spitze und sehr, sehr pragmatisch zu umsetzen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie so viel mitnehmen, wie ich damals mitgenommen habe. Ich habe es umgesetzt und es war auch sehr, sehr profitabel für mich. Freuen Sie sich jetzt mit mir auf Europas Money Coach, Herrn Bodo Schäfer. Dankeschön. Herzlich willkommen von meiner Seite, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Sonntag, den 25. Oktober, und Sie sind heute hierher gekommen in die Rheingoldhalle nach Mainz, um 6 Referenten zuzuhören. Wir wollen uns jetzt in der nächsten Stunde etwas mehr über das Thema Geld und Reichtum unterhalten. Sie wissen wahrscheinlich, dass die meisten Menschen eine Entscheidung, wie Sie sie heute getroffen haben, niemals in ihrem Leben treffen werden. Also nicht einen Tag einmal herausnehmen aus ihrem normalen Leben, um zu sehen, wie kann ich mich verbessern. Wir sind ja alle erfolgreich. Trotzdem können wir alle noch ein höheres Niveau erreichen, stimmt's? Dazu mein Glückwunsch und mein Respekt. Wenn wir über Geld reden, und das habe ich auf meinen Seminaren immer wieder gesehen, dann gibt es 2 Extreme in Bezug auf Geld. Extrem Nummer 1, das sind die Leute, die Dollarzeichen in den Augen haben. Kennen Sie die? Alles, was die tun und denken können, ist Geld, Geld, Geld. Hecheln immer nur dem Geld hinterher. Wer kennt solche Leute? Mögen Sie die? Ist heute jemand hier, der so ist? Einer meldet sich, das ist Mut. Das ist nur ein Extrem. Und dann haben wir das andere Extrem. Und das sind die Menschen, die sagen, ich muss auf jeden Fall vermeiden, so zu werden wie die. Und das sind die, die sagen, es gibt auch ganz andere Dinge, die sind doch viel, viel wichtiger. Familie, Beziehungen, Gesundheit, Spirituelles. Und übersehen dabei, dass wir ja eigentlich alles haben können. Es ist nur ein anderes Extrem. Das sind die Leute, die Finanzen ignorieren und hoffen, dass sich das irgendwie von alleine regelt, weil sie doch so wertvolle Menschen sind. Ich will Ihnen sagen, wo ich Geld sehe. Geld ist meines Erachtens nicht alles. Es ist auch nicht das Wichtigste im Leben. Aber es gibt einen Moment, dann wird Geld zum Wichtigsten. Und das ist der Moment, in dem es uns an allen Ecken und Kanten fehlt. Wenn wir nicht genug davon haben, dann bekommt Geld eine viel zu große Bedeutung. Und das darf einfach nicht sein.